Heute, am 10. Dezember, wollen wir ein Bild zeigen, das der gerammte Beweis ist dafür, dass Kunsthändler auch manchmal Dinge erwerben, die nicht so leicht zu veräußern sind. Weil es eben eine wunderbare Qualität ist oder weil Dinge darin so gemalt sind, dass man daran einfach nicht vorübergehen kann. Wobei man aber sagen muss, es gibt in unserer Geschichte viele Beispiele, dass dann genau das Gegenteil passiert. Man kauft ein Bild, denkt sich, das wird man im Handumdrehen verkauft haben, ja, und das bleibt einem dann lang. Und dann kauft man was und man denkt, um Gottes Willen, das wird länger dauern. Und das geht dann quasi ganz schnell. Wir haben es hier zu tun mit einem Porträt. Wir hatten gestern den Hans Böhler mit einem Porträt von 1918. Heute haben wir den Franz Rumpler, den wir ja schon einmal besprochen haben, am 4. Dezember, mit einem Genrebild. Heute zeigen wir ein Bild von ihm. Und zwar ist es ein voll ganzfiguriges Damenporträt. Und wir haben uns kurz unterhalten vorher. Du bist der Meinung, es könnte sich um eine Schauspielerin handeln? Ja, ich bin fast überzeugt, dass es ein Rollenbild ist. Diese Dame da mit dem roten Haar, dem blasierten Blick, in ihrem Gewand aus dem ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, muss eigentlich eine Schauspielerin sein, muss ein Rollenbild sein. Auch in ihrer Attitüde. Sie schaut in der Hand diese verblühende Rose an, sieht damit auch ihr eigenes Älterwerden. Dieses Symbol wird noch einmal wiederholt bei dieser Vase mit den Rosen, die jetzt auch nicht mehr die frischesten sind, sondern auch schon ein bisschen welk ihre Köpfe hängen lassen. Der Historismus, wir sind hier mitten im Historismus, Mackerzeit war natürlich sehr empfindlich oder empfindsam aufgestellt für Bilder dieser Art, weil hier die Geschichte transportiert werden konnte. Es konnte aber auch die Gebildetheit, nämlich Literatur, transportiert werden. Und ein Beispiel wie dieses ist ein prachtvolles Beispiel dafür. Malerisch haben wir natürlich hier, hat das Bild einiges anzubieten. Die unterschiedliche Stofflichkeit, diese unglaublich kostbare Tapete im Hintergrund, dieses unglaubliche Kleid mit diesem ausladenden Spitzenkragen, das ja erinnert eher an vergangene Jahrhunderte, an 17. Jahrhundert. Ja. Und diese unterschiedliche Stofflichkeit bis hin zu diesem, ist es vielleicht ein Fächer oder ein Bändchen? Ja, ein Fächer mit Anhängsel. Das Glas, das ist ganz typisch für die Zeit. Das ist so der Aufbruch auch. Es ist jetzt, also der frühe Klimt wird ganz ähnlich malen. Chalmont, da gibt es ein paar Namen, die da gut hineinstimmen. Auch, und es ist ein Kind seiner Zeit. Ja, auch die Bravour, die Oberflächen zu malen, nicht? Also es geht ja wir sind ein Konkurrent mit der Fotografie. Und hier wird die Fähigkeit des Malers auch besonders deutlich, die Dinge ganz besonders naturnah und realistisch. Das Inkarnat, nicht diese Hautfarbe ich würde sie gerne als Charlotte Wolter identifizieren, also einer großen Schauspielerin, die sich hier von einem damals außerordentlich berühmten Maler, das muss man wissen, der Franz Rumpler war fast so berühmt wie der Mackert, also wir nehmen durchaus an, dass wir es hier mit der Charlotte Wolter zu tun haben. Wer uns da weiterhelfen kann, wäre natürlich schön. Vielleicht gibt es da Leute, die sich gut auskennen. Für uns auf jeden Fall malerisch einfach großartig, ganz außergewöhnlich, ungewöhnliches Bild. Und wir wissen auch aus eigener Erfahrung, das sind ja auch die Sachen, die dann unsere Sammler ganz gerne haben. Es ist auf jeden Fall nicht langweilig. Ja? Und man kann vielleicht sagen, es ist vielleicht ein bisschen aus der Zeit gefallen, aber wenn man so ein bisschen einen außergewöhnlichen Geschmack hat, dann ist das absolut a piece to have. Morgen gibt's was anderes? Advent. Adventssonntag, ja. Morgen ist der dritte Adventssonntag. Der dritte Adventssonntag. Und da werden wir uns wieder was einfallen lassen. Ich freue mich drauf.